hallo ihr Lieben, Christian Mittermeier, Vater, Positionscoach, das ist mein Videoblog. Und nochmal kurzer Hinweis, dass Selbstliebe-Challenge ja losgeht und könnt ihr jetzt noch einsteigen, Drama-Challenge und Manifestations-Challenge. Sehr solide All-Time-Kurse. Und genau, heute haben wir mal eine Mail, wo es darum geht, ja, ist der Partner schon mal ein bisschen viel Drogen konsumiert von Razutskala und sie schreibt, hey, ich weiß auch nicht, dass ich aus der Ehe raus sollte, aber es fällt so unfassbar schwer. Deine Videos und Podcasts bestärken mich immer in Zeiten, wo ich zweifle und meine Liebessucht verfalle. Nun zu uns, wir sind seit mehr als 10 Jahren zusammen. Die ersten 6 bis 7 Jahre waren perfekt. Wir haben total viel miteinander erlebt und so wunderschön gemeinsame Erinnerungen aufgebaut. Wir haben auch alles zusammen gemacht. Es war schon schlimm, wenn wir mal 2 Stunden getrennt waren. Mein Mann hat auch bewusst den Kontakt zu seinen Freunden gekappt, da er vorher ein Drogen-Alkohol-Problem hatte. Hat er mir offen alles erzählt. Ich habe schon immer viele Hobbys und so tat er mir immer leid, dass er alleine daheim sitzt, während ich dem Sportvereine nachgehe. Aber er meint, das wäre nicht schlimm. Jedenfalls haben wir geheiratet und es kam dann Corona. Unser Leben ist, wie es war, aber vorbei, da wir nichts mehr zusammen unternehmen konnten, wie wir es gewöhnt waren durch Lockdown etc. Ich konnte jedoch weiterhin zu meinem Pferd gehen und habe da auch immer mehr Zeit verbracht. Ja, also ob das jetzt, hatten ja schon mal das Thema mit Pferde, Sport, ist natürlich, ja, vielleicht war es zu viel, also es kostet ja irrsinnig viel Zeit. Andererseits, ihr seid ja nicht aneinander gekettet, also er hat ja auch eine Verantwortung, seine eigenen Hobbys zu finden. Ja, kann man jetzt nicht so viel zu sagen. Aber scheinbar hat er sich gelangweilt. Ja, mir fehlen leider immer die Absätze hier in meinen Texten. Mein Mann traf durch Zufall wieder alte Kumpels. Dann ging es scheinbar wieder so los wie früher. Ich war fix und fertig, wurde nicht besser, sondern teilweise 4-mal die Woche verbrachte er die Nacht bei seinen Kumpels. Ich machte mir immer Sorgen und vertraulich und enttäuscht. Dadurch ging ich immer mehr in den Stall, da er, falls er eingekommen ist, eh nur sein Raus ausschlief, müsst ihr nicht arbeiten. Irgendwann fand ich Gefallen daran, dass er immer weg war, weil es da für mich hieß, ich kann auch wieder zu meinem Pferd gehen. Jedenfalls zog sich das die Jahre dahin. Wir hatten immer weniger Bettsport, redet uns im Kreis. Irgend saufen, weil ich beim Pferd war. Ich ging zum Pferd, weil er saufen war. Vor über einem Jahr habe ich dann auch noch ein Papierröllchen gefunden. Ja, schon das weiße Puder, ne? Darauf angesprochen, sagte er, das gehört einem Freund. Ja, klar. Es gehörte dem Papst, zufällig mal in die Tasche gekommen, er hat es eingesteckt. Das verging einige Monate, bis ich auch da bei uns daheim Sachen fand, die da nicht sein sollten. Daraufhin angesprochen, sagt er, wie das gehört, dem Papst und irgendwelchen Außerirdischen. So. Hier können wir das Ganze eigentlich schon beenden eigentlich. Standards und Dealbreaker, also gehört das, ist das noch akzeptabel für dich? Also wenn es akzeptabel ist. Ich verstehe ja, dass man das schwer rausfindet, ne? Verstehe ich absolut. Aber im Grunde genommen ist immer das Gleiche, ne? Ist nicht akzeptabel. Kann man nur ein Ultimatum setzen. Und du tust mir auch keinen Gefallen damit. Also so, gerade im Zusammenhang mit Süchtigen ist dieser Begriff entstanden, Co-Abhängigkeit, ne? Also dieses Aktivieren der Sucht des anderen, indem man ihn ungewollt natürlich irgendwie unterstützt, indem man ihm den Rücken frei hält, so, ne? Also weiter die Wäsche wascht, Essen kocht und ich weiß nicht was. Anstatt dass man sagt, sorry, es ist für mich nicht akzeptabel, auch aus Liebe zu deinem Mann übrigens, ne? Weil du tust ihm, glaube ich, einen Gefallen damit, wenn du sagst, das kann ich nicht akzeptieren, ne? Ja, aber ich weiß, es ist schwierig, ne? Aber da ist im Grunde genommen das Gleiche, also eine Sucht ist das Gleiche wie ein Fremdgehen, ne? Das ist ein drittes Ding in der Beziehung, was wichtiger ist. Nutzt auch keine Paartherapie was, muss erst die, oder man fing auch gemeinsam, aber man muss erst die Drogengeschichte angehen, ne? Und da kommen wir natürlich jetzt noch mit, das Gras legalisiert wird, super. Ist ja auch immer wieder erstaunlich, dass das irgendwie 2 Wochen durchgeht, während es Deutschland so in den Bach untergeht, nichts mehr funktioniert in unserem Land, das ist natürlich alles. Das wird natürlich nicht angegangen, ich komme da einfach nicht drauf klar, aber natürlich super, knallen wir uns noch mehr die Birne zu. Also was, es mag ja sein, dass ich komme da einfach nicht drauf klar, dass Gras irgendwie weniger schlimm ist als Alkohol meinetwegen. Aber gut, ich meine, Psychose möchte die Leute ja auch niemand haben, aber meinetwegen ist das selten. Aber was ist das für ein Signal, ne? Ja, legalisieren wir eben noch eine Droge und noch eine Droge und ich komme da echt nicht drauf klar. Aber ich weiß auch nicht, was mit der Welt los ist manchmal. Naja,
Drauf und angesprochen sagt er, achso, das hatten wir schon, ja, so weiterhin ist er nachts weg, ohne sich zu melden. Man erreicht ihn nicht. Ja, wer weiß, was er da alles macht, das ist nichts Schönes, ne? Man, wer weiß, was da noch alles passiert, ne? So, ich finde immer wieder Sachen bei ihm. Und ja, es gibt ein bisschen dir die Schuld, weil du nie da bist. Ne? Das ist, das macht ja sein, das ist immer das Gleiche. Ihr habt eine Paardynamik, trotzdem, dass er Drogen nimmt, das ist seine Entscheidung. Ne? Kann jetzt nicht sagen, ich nehme Drogen, weil du zum Pferd gehst. Ne? Also das darf man nicht vermischen. Ne? Es werden seine Freunde, die kann er nicht aufgeben. Ja, das ist immer das Gleiche. Wenn man die Kumpels, die auch Drogen nehmen, wenn man die nicht aufgibt, nimmt man eben auch weiter Drogen. Das, aber du kannst, das muss er... Er hat ja keinen, also er hat überhaupt keinen Impuls, das zu ändern. Ist es sein Leben? Er kann das zugrunde, das ist, wenn das seine Entscheidung ist, sein ganzes Leben Drogen zu nehmen, dann ist das eben so, ne? Aber muss, sollte für dich nicht akzeptabel sein, ne? Und aufhören, damit wäre kein Problem, weil die nicht körperlich abhängig machen. Ja, seht ihr? Da kommt er jetzt noch daher, sagt er, ey gut, wir haben jetzt auch ja scheinbar andere Sachen im Spiel, aber dann sagt er noch, ist ja nur, Alkohol ist legal, Gras ist legal, noch eine andere Pille, was soll's? Ja, die Gesellschaft, also wir haben doch auch in der Gesellschaft kein, also in manchen Kreisen wird ja super viel Drogen genommen, ne? Es ist, aber, weißt du, jeder kann mit seinem Leben machen, was er will, wer das sagt, das ist okay. Immer das Gleiche, ne? Ist dein Leben, aber ich werde mir das nicht angucken. Weil ich würde es mir nicht angucken. Ich meine, er ist ja auf einer deutlichen Abwärtsspirale hier und du tust ihm keinen Gefallen damit, ne? Wenn du da es tolerierst, ne? So. Dann hast du 2 Monate den Sport wegzulassen, um zu zeigen, dass ich da bin, aber es hat sich nicht gebessert. Na, wer hätte das gedacht? Das wundert mich jetzt aber. Weil das ist ja alles nur vorgeschoben. Also vielleicht war das der Startpunkt, aber jetzt ist er da drin. Und jetzt kannst du im Eck springen. Du bist einfach nicht mehr, was du willst, ist einfach nicht mehr wichtig an diesem Punkt. Also kannst jetzt da im Eck springen und es passiert nichts. Ne? So... Gucken wir mal, ob du noch irgendwas verlassen fällt so schwer. Ich habe auch Angst, was aus ihm wird, wenn ich jetzt auch noch weg bin. Ja, das, ich weiß, ich bin immer ein bisschen hart, aber das ist nicht dein Problem. Du kannst ja aus der Ferne Mitleid mit ihm haben. Aber wie gesagt, bringt dir das, Mann, das werden dir auch, würde dir auch auf jeden Fall raten, da mal in eine Beratungs-, in eine Suchtberatungsstelle zu gehen, auch ohne ihn. Das werden die dir da auch sagen. Du tust dir keinen Gefallen, du tust ihm keinen Gefallen, ne? Weil du musst ja gerade, wenn du Drogen nimmst, musst du mal oft unten aufschlagen und du verlängerst das Ganze ja nur, ne? Das ist meine Meinung, ne? Ja, Bettsport haben wir eh keinen mehr, ja, klar, ne? So, bin zutiefst enttäuscht, Vertrauen ist weg, Geld ist weg. Ja, pass auf dich auf, wirklich, das ist wirklich, also er ist da jetzt auf seiner Spirale, pass auf dich auf, das... Weiß ich nicht, vielleicht habt ihr gemeinsame Konten, wirklich, also du musst da echt einen Flock einrahmen, ehrlich, ey. Das ist einfach so eine Scheiße mit Drogen. Und das ist einfach auch Alkohol natürlich, wirklich, das halte ich da fern, wirklich. Und sieh zu, dass du dein Leben nicht davon runterziehen lässt, wirklich. Ich sag ihm, wenn er mir Rechnung zeigt, das bezahle ich dann. Ja, das ist schon. Wenn er euch um Geld bittet und ich ihm nichts gebe, rastet er total aus. Ja, ich sagte, geh in eine Beratungsstelle oder wie gesagt, da brauchst du wirklich Unterstützung, glaube ich. Weil ja, das macht einfach nur Scheiße mit dem Gehirn, ne? Wirklich. Und nee, das ist ja genau, dann letztlich finanzierst du dann seine Sucht mit irgendwie, ne? Und ach Mensch, schlimm, ja. So, dann beschimpft er dich noch, wenn du das Falsche eingekauft hast. Ja. Ja klar, da macht er immer welche Versprechungen und die, ja, das wissen wir ja, dass das alles nicht. Ich sag mal, das kann man vergleichen mit so, das ist eine andere Art von toxischer Beziehung jetzt hier, wo
wo der Partner nicht eben jemand anders im Spiel ist, sondern ja, das ist Sucht, ne? Aber er ist halt verliebt in seine Sucht und sagt immer, hört damit auf. Das ist wie mit, ja, ich höre auf mit Fremdgehen oder keine Ahnung. Es passiert einfach nicht, ne? So, tut mir leid. Ja, damit wirst du nicht weiterkommen. Wir hatten ja neulich schon wieder über Empathie. Das bringt dich, ist ja schön. Man denkt immer, Empathie wäre so grundsätzlich was Gutes. Will ich auch, ist es auch irgendwie. Aber überleg doch mal wirklich, was ist das wirklich Gute, was du für ihn tun kannst? Und ich glaube, da wirst du irgendwann an den Punkt kommen, zu sagen, hey, das ist dein Leben. Und aus Selbstliebe und auch aus Liebe zu dir ist es vielleicht besser, dich damit allein zu lassen. So, ne? Und ja, wenn er dann ein Jahr clean ist und was weiß ich, und auch mal vielleicht eine Therapie gemacht hat und was weiß ich, oder also eine Drogentherapie, da kann man ja weiter gucken, ne? Also jetzt nur, weil er da vielleicht einmal irgendwo hinrennt, muss man sich auch nicht im Eck springen. Also da kann man ja weiter gucken, aber meine, er zerstört das, nicht du, ne? So, er ist doch auch nur krank, ja. Also ich such dir da mal Unterstützung, weil da stimmt ja alles, aber das sind halt diese co-abhängigen Gedankengänge, ne? Weil mit dem ihm helfen, hältst du ihn vermutlich eher drin, so, ne? Ich würde ihm so gerne helfen, ja, oft ist helfen, nicht helfen, das bei ganz vielen Sachen im Leben so, ne? Das Leben ist einfach brutal teilweise. Er hat auch ein Leben und verdient, in dem er glücklich ist. Ja, ist das irgendeiner Weise, führt das zu irgendwas, was du hier machst, außer dass du noch unglücklich wirst? Ja, ich habe euer Liebeskummer in der Beziehung, ja, das ist ja wie nicht da, ne? Klar, ne? Was soll man dazu sagen? Ich denke, in den Kommentaren wirst du das Gleiche lesen. Keine schöne Geschichte, aber ich drücke dir echt die Daumen und glaube ich wirklich Zeit, sich da Hilfe zu holen. Genau, in diesem Sinne, vielleicht sehen wir uns auf der Liebische Party, ich bin schon ganz aufgeregt und ja, macht die fucking Kurse, denkt an fucking Standards und Dealbreaker. Guck mal in mein neues Buch an. Ich werde auch ein kleines bisschen lesen, aber wir werden auch größtenteils auch andere Sachen machen auf der Liebische Party und wir sehen uns bald wieder. Ciao.